Ein Film von Panos Cosmatos. Nicolas Cage, oha. Nicolas Cage war seit Jahren nicht besser. Seven Row, der Horrorfilm des Jahres, Fantasy Filmfest. Oh, das ist Mandy. Ja, willkommen Leute bei Nerdcheck wieder in diesem Format von Nerd Taste. Leute, und ich habe hier einmal die Review zu Mandy. Ja, Mandy, das ist, würde ich mal sagen muss, ein ganz anderer Film. Kontrovers bis zum, sag mal, fast Ende. Natürlich Dankeschön nochmal an Kochfilms für dieses Rezensionsexemplar, dass ich euch überhaupt sagen kann, was ist denn Mandy überhaupt? Ja, Mandy ist so, den Inhalt lese ich euch nicht vor, weil dann werde ich ja ziemlich spoilern, aber trotzdem, von Panos Cosmatos ist ja so ein, das ist seine erste große Produktion, die er gemacht hat. Und dann so ein Ding, sei mal, auf die Kinoleinwand zu bringen oder das Heimkinoregal ist schon sehr gewagt, aber irgendwie, cinematisch, sag mal, als Cineast und so weiter, funktioniert das Ding sogar. Kurz gesagt, Nicolas Cage ist wirklich in dieser Rolle, das ist seine beste Rolle, wirklich seit langem, und ich kaufe das ab, weil der Film, der braucht Overacting und das kann der Kerl und das konnte der schon damals und ich finde auch, der muss mal wieder so eine Rolle spielen und das macht er wirklich in Mandy sehr, sehr gut. Ja, und natürlich so die Storyline, er braucht wirklich 1 Stunde 15, Leute, ne, ihr müsst durchhalten, Kamerafahrten, ziemlich viel Close-Up am Anfang, sehr rübergefahren und so weiter, sehr bildgewaltig in den Kunstphasen, sag ich mal. Es ist, wo man denkt, was ist das für ein Film? Was hat er vor? Was hat Panos Cosmatos gedacht? Das ist wirklich so Mandy und Mandy ist wirklich 1 Stunde 15 ein bisschen Kunstprojekt und dann fängt es an, aber sau blutig zu werden, Action mit drinne und dann eigentlich könnt ihr so gesehen fast vorspielen bis 1 Stunde 15, da geht's ab. Dann wird auch der Film FSK 18 würdig und davor ist aber trotzdem auch sehr interessant, weil es einfach mal was anderes ist. Es ist nicht dieser vernünftige Mainstream-Krams, es ist was anderes, es ist einfach kontrovers abgefuckt. Und dass das Kochfilms mal rausbringt, finde ich sehr gut und das muss auch mal sein, dass mal so ein Film auf die Kinoleinwand kommt oder heimkinomäßig und auch so von der Storyline ziemlich ruhig. Man fragt sich, was ist mit den Figuren halt, Matt Miller spielt der Nicolas Cage und Mandy wird von Andrea Riceboro gespielt. Die beiden passen sehr gut zusammen und dann auch die Storyline um Shadow of the New Dawn, General Sand als Anführer. Das ist manchmal schon sehr, wo man denkt, okay, was gucke ich mir da überhaupt an, aber das ist toll umgesetzt und das, man kann gar nicht abschalten, man möchte einfach weiter gucken. Und wenn dann die Storyline weitergeht und es kommt dann zum Showdown und es passiert das, was man denkt, okay, es ist halt ein bisschen sehr vorausschaubar, aber wie sie es machen und da ist auch eine krasse Szene drin und das, wo man ein bisschen mitfühlt und sagt, okay, ich kann Nicolas Cage als Red Miller wirklich verstehen und ich will auch jetzt gar nicht weiter ausführen, aber drehbuchmäßig fand ich wirklich gut. Locations auch gut gewählt, die ganzen Wälder und so weiter, regiemäßig und so weiter, ist es für das Erstlingswerk auch nicht schlecht gemacht. Die Community ist so ein bisschen der Schwachpunkt am Ende, da gibt es ziemlich viele Logikfehler, da denkt man, okay, warum ist er jetzt da gelandet, warum ist er plötzlich im Wald, warum ist er da, warum ist er hier. Da fehlte so ein bisschen mir so diese Schlüssigkeit und das ist so ein bisschen auch das Manko an diesem Film, ein paar Logikfehler sind da halt drin. Aber man merkt so am Schluss, es ist ein typischer Rachefeldzug, es ist jetzt nicht was super was Neues, klar von den ganzen Grundgerüst ist es wirklich neu, aber es ist halt wirklich so Revenge-Film, den man teilweise schon gesehen hat, aber in dieser Fassung natürlich nicht. Seine Waffe, die er sich schmiedet, die ist auch ziemlich geil gemacht. Und mehr will ich auch gar nicht spoilern. Hoffe ich mal, das war jetzt nicht so viel und so weiter, aber trotzdem, man muss ein bisschen sagen, sonst wird das hier so ein bisschen nicht schwer zu verstehen, überhaupt so eine Kritik über Mandy zu sagen, weil es ist einfach ein ganz, ganz anderer Film. Und ja, das, sag mal, schauspielerisch ist wirklich gut umgesetzt und Musik, Sound auch sehr erdrückend. Aber trotzdem hat der Film natürlich so ein bisschen natürlich anfangsweise, weil man muss wirklich durchhalten, seine Längen und ist ein bisschen zäh. Ja, fazitmäßig, tut euch den an, wenn ihr wirklich auf sowas steht oder einfach mal sagt, okay, ich muss mal gucken, was überhaupt für Filme, sagen wir mal, andere gucken. Es ist eher so Richtung Independent-Film. Das ist wirklich so ein Kunstprojekt von Panos Cosmatos. Ich muss sagen, der Film hat ja eigentlich ganz gut gefallen. Hat, wie gesagt, anfangsweise ja sein Problem, dass er in Fahrt kommen muss. Aber es ist auch sehr bildgewaltig. Und der Film Mandy hat mich überzeugt und kriegt von mir eine 7 von 10. Ihr habt euch vielleicht schon Mandy auf dem Fantasy Filmfest angeguckt im Kino oder keine Ahnung was. Oder habt euch schon die letzten Tage den angeguckt im Heimkinoregal. Dann ab in die Kommentare. Der Kauflink ist natürlich wieder in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr mich dann natürlich gerne unterstützen. Nochmal Dankeschön an Kochfilms für dieses Pressemuster. Ja, und ich würde sagen, ne, Leute, vergesst nicht, der Arbeitskalender läuft ja immer noch. Und zu Mandy wollte ich auch nochmal gerne nochmal vielleicht ein Ende erklärt machen oder eine Analyse. Ich hoffe mal, das klappt doch diesmal, weil ich hätte auch mit Operation Overlord muss ich auch noch machen. Aber egal, das wird schon alles kommen und bis dann und ciao und bam!